Willkommen Leute, wir sind zurück hier bei Super Mario Galaxy. Ja, beim letzten Mal haben wir die ersten Galaxien in der Küche gemacht und ja, hier ist schon Tots, den wollte ich eigentlich immer vor dem Part ansprechen, aber ne, ja, jetzt wo er gerade so durchs Bild gelaufen ist, habe ich ihn auch erstmal bemerkt. Ja, ich frage mich ernsthaft, wer das nicht annimmt mit den Ups. So. Ja, total fürsorglich und so. So. Ich sehe gerade in der Küche, wo wir ja das letzte Mal aufgehört haben, da ist ein neuer Komet. Ja, das ist super. Das ist krass, ne? Und ich meine, da oben ist auch schon ein Gourmet-Luma. Meine ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen zu haben. Da unten ist übrigens ein Up, aber, ne? Ist ein bisschen unnötig. Können wir da eigentlich so abkürzen? Ja. Eigentlich ganz cool. So, wie viel willst du? La 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 la. Hey du da. Sternzeile, ich will. Du weißt schon. Gib her. La la la. Ich frage mich, wieso die immer so, ja, so viel labern müssen. Ja, okay, wir haben locker die Anzahl. As always bisher. Bam, okay. Aber ich denke, das wird noch vielleicht ein Problemchen werden mit den Sternteilen. Habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt. La la la, ich bin so cool. Mein Bauch ist voll. Und ja, wir wollen loslegen. Verwandlung. Ja. Joshua ist weg. Ich mache keinen Verwandlungsschrei. Ja, es ist alles beim Alten geblieben, ne? Also, ja, was heißt, es ist alles beim Alten geblieben, ne? Hab schon gesagt, Joshua war ja die letzten drei Parts dabei. Das ist, glaube ich, auch so ganz, ja, ganz gut gewesen, so zum Zuschauen. Und hier ist ein Tempokomet. Tempokomet? Ja, außerdem halt noch der geheime Stern, ne? Aber da wurde mir noch nicht geschrieben, wo der denn ist. Ja, ich habe, der Part ist zwar schon seit ein paar Stunden hochgeladen, aber bis jetzt hat niemand darauf geantwortet. Ja, ihr seid solche Drecksäcke. Nein, Spaß. Tempomodus Himmel. Ach ja, aber das wird mir geschrieben. Genau, das wird mir geschrieben, dass die hier bei dem Kometen hier schon voll auf Speed sind. Haben die Speed genommen? Ja, bestimmt. So. Ja, die letzten Parts war Joshua da dabei. Das ist, glaube ich, auch so ganz gut angekommen und so. Und das war auch eigentlich ganz cool, so vom Themen behandeln. Scheiße. Das ging nicht. Ja, egal. Ich wollte mal wieder voll durchspeeden und hier Abkürzungen machen. Aber naja. Ja, nochmal. Wieso muss man das überhaupt auswählen? Wobei, könnte sogar ganz nützlich sein, wenn man mal aufhören will, tatsächlich. Bäm. Na gut, dann nehmen wir diesmal diesen Weg. Es hat sogar ganz gut geklappt. Uah! Nein, ich konnte mich nicht entscheiden. Es hat sogar ganz gut geklappt mit dem Themenbehandeln und so. Das ist scheiße. Ist hier alles verwurstet mit meinen Kabeln. Ich habe hier den Nunchuk. Und das ist an meine Kopfhörer. Oh, das muss ich ganz kurz richten. Entschuldigung. Ah! Scheiße. Okay. Okay, okay. Mein Nunchuk oder Nunchuk, keine Ahnung. Manche nennen es so, andere so. War irgendwie in zwei Kopfhörern verhakt. Jetzt habe ich die einen Kopfhörer, mit denen ich sonst so Musik höre und so. Okay, hier ist man safe. Aha, der Junge hat gelernt. Ja, gut, nicht wirklich. Aber mit den einen höre ich immer Musik. Das sind so in ihr Kopfhörer. Kennt ihr sicher? Die Dinger, die ihr euch direkt quasi in den Gehörgang stoppt. Und ja, da ist immer alles schön laut und so. Und ja, schön für 20 Euro hier ein Schnäppchen gemacht, oder? Ja, Schnäppchen, keine Ahnung. Aber sie sind auf jeden Fall ganz gut, so für den Preis, glaube ich. Ich kenne mich auch mit Kopfhörern, ehrlich gesagt, gar nicht mal so aus. Manche meinen so, ah, der Sound ist mir gleich aufgefallen, ja. Dann ist ein bisschen bassiger und so, aber, ja. Ich habe keine Ahnung von sowas. Von daher würde ich... Nein, ich bin so schlecht. Daher würde ich einfach sagen, die sind eigentlich ganz gut. Gibt ja immer diese Leute, die holen sich die fetten Beats, die wahrscheinlich auch ganz cool sind. Ja doch, ich habe auch schon mal was damit gehört. Die sind eigentlich ganz geil. Aber es gibt auch von den Beats so In-Ear-Dinger. Ja. Hört sich, glaube ich, auch ganz gut an. Also die sind auf jeden Fall gut, aber... Alter! Durch so einen Trend... naja, ich weiß nicht. Die Dinger sind überteuert, sagen wir so. Und daher begnüge ich mich mit... günstigeren. So, ich fail hier übelst. Ey, was ist denn los? Lang nicht mehr gespielt, aber ne, eigentlich schon. Das stimmt. Das ist wahr. Zuletzt gespielt, letzten Sonntag. Heute, welcher Tag ist heute für dich, Aaron? Mittwoch, genau. Musste ich kurz überlegen. So, okay. Das Ding, die ganze Geschichte hier ist easy. Easy, easy. Peasy! Peasy! Wow.
Alter. Ich habe gerade so richtig schon gar keine Kontrolle irgendwie über Mario. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie habe ich dieses Gefühl, na, heute ist nicht so dein Tag mit dem Spielen, aber ne, hey, ich muss aufnehmen, ja. Muss, geht nicht anders. Ist nämlich auch gerade so, ja, heute ist ja, was hatte ich gesagt? Ja, heute ist Mittwoch. Ich vergesse es immer wieder, ich weiß nicht wieso. Aber, ja, ich habe gemerkt, ey, ich habe für morgen gar keinen Part mehr, das geht ja gar nicht, das geht nicht. Das ist nicht, das ist moralisch nicht vertretbar. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ein Unding, ja, ein richtiges Unding. So, kann ich hier rüber, ja. Bin ich gerade an dem da gestorben? Oder, nee, war ich hier noch gar nicht, oder? Hä? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das Ganze hier eine einfache Sache. Ja. 6 Minuten verschwende, darum geht ja gar nicht. Naja, also, hab gemerkt, ihr habt für morgen kein Pärtchen mehr und, ja, ich musste aufnehmen. Ich wollte eigentlich gestern schon aufnehmen, aber dann hieß es von Joshua, ey, ich möchte noch eben Super Mario Sunshine durchspielen. Jetzt werden sich manche denken, was, durchspielen? Ja, da musst du noch so 1, 2 Scheins holen und so 3, 4 blaue Münzen holen. Und das hat er jetzt, ah ja, nee, 100, ja, der musste auch hier 100 Münzen sammeln und so. Und das hat dann lange gedauert. Ihr dürft mir übrigens immer noch schreiben, wo sich der Stern befindet. Ihr habt noch die Chance. So lange mache ich den Stern, glaube ich, nicht. ja. Da musste er noch ein bisschen was machen und dann wurde es Abend und dann hatte ich keine Lust mehr. Und es ist auch manchmal so, ne? Man kommt nach Hause. Ich bin immer erschöpft, wenn ich nach Hause komme. Naja, ehrlich gesagt. Okay. Das habe ich schon mal gesehen. Da kann man einmal einen Stern holen, wenn man nach unten geht und einmal nach oben, glaube ich. Und hier ist irgendwie noch so ein geheimes Sternding. Ich glaube, da muss man unter Wasser in irgendeine Röhre. Ich frage mich, was die hier machen. Aber ich möchte nicht ansprechen. Bin ich so der Gesprächige? Nee, mit Robotern sprechen? Nee. Die sind mir nicht so unsympathisch, glaube ich. Hier kann man übelst viel drehen unter Wasser beim diesem Spiel. Beim zweiten Teil ging das auf jeden Fall nicht mehr. So. Oder? War hier überhaupt ein geheimer Stern? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, ob das hier, was ich jetzt machen will, ein geheimer ist oder nicht. Kann ich ja die Kamera verstellen? Nee, leider nicht. Komm her, das trifft das aber, oder? Oh! Es ist so ein Scheiß. Komm schon! Ja, gut. Wäre mir jetzt auch ziemlich egal gewesen, hätte er mich mitgetroffen. Aber ich könnte... Ich wollte gerade sagen, ja, ich könnte mich hier noch ein bisschen umsehen, aber... Die Kamera sagt nein. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt... Doch, ich glaube, das ist ein normaler Weg, oder? Kann es sein, dass ich hier nicht von der Plattform runter sollte? Ich will es lieber nicht ausprobieren. Auch wenn das da unten, das sieht nicht so wirklich danach aus, als würde ich da verletzt werden. So, wo war ich so mit meinen heißen Stories, die nicht heiß sind, sondern einfach nur lahm? Oh, die haben sich sehr... Grünsterne? Ein Grünstern? Was macht der denn hier? Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt schon Grünsterne sammeln können. Okay, aber auf jeden Fall sollte ich mich mal darum kümmern, nachdem ich jetzt 10 Sekunden lang entsetzt komische Geräusche gemacht habe. Auf jeden Fall sollte ich mich darum kümmern, den hier zu befreien quasi oder ja, das Ding aufzusprengen halt. So. Also, Joshua musste dann noch eben Mario Sunshine durchspielen, bla bla bla, hatte ich schon erzählt. Und danach hatte ich keine Lust mehr. Und, ah ja, genau, danach ist es einfach, es ist manchmal entspannender, sich einfach hinzusetzen und selber mal zu gucken. Nach Let's Play ist auch, ja, es kommt zwar oft vor, dass ich mich da hinsetze und es ist nichts Vernünftiges da, was man gucken könnte oder das, ja, das, was schon da ist, hat man schon gesehen, aber, ja, ne, so Let's Play ist es auch immer ein bisschen mit Anstrengung verbunden. Sieht so aus, als hättest du einen grünen Stern erhalten. Grüne Sterne haben besondere Fähigkeiten. Wenn du mehr wissen willst, frag den grünen Luma. Er ist die Personifikation eines grünen Powersterns. Okay. Personifikation hatten wir natürlich im Deutschunterricht, 7. Klasse, keine Ahnung. Da, ja, haben wir natürlich gelernt, hier so im Zusammenhang mit Gedichten. Ich kenne mich halt aus, ne? Ach ja, ich glaube, ich nehme Deutsch LK. Ja. wolltet ihr das wissen? Ja, ich denke schon, ne? Also, ich bin ja jetzt 9. Klasse. Und ich muss irgendwann im April oder so wählen, welche, was eigentlich alles belegen will. Zwar jetzt noch nicht mit Leistungskurs und so.
sondern ich muss hier irgendwelche Kurse wählen und dann sagen, ey, ich will das schriftlich oder mündlich haben und dann im nächsten Jahr kann ich dann meine LKs wählen. Und ich glaube, ich nehme Deutsch, denn da bin ich so am besten von allen anderen Fächern. Ich hatte noch überlegt, Mathe zu nehmen, aber mein Bruder hat Mathe und er sagt so, ne, nimm das auf keinen Fall. Ach so. Der normale Stern ist da fett in der Mitte und ich habe nur den Geheimen gefunden. Ach ja, das war typical. Hier sind viele Sternenteile. Die nehme ich doch mal mit. Ist das hier, was ich zerstören muss? Ich denke schon. Ja, die Röhre ist so ganz unauffällig am Rand und die habe ich natürlich gesehen. Aber von der wusste ich auch schon, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ab diesem Zeitpunkt schon so ziemlich das Let's Play sicher verfolgt habe. Vollständig vermutlich auch. Kommt der? Nein, nach unten? Okay. Hat geklappt. Ich hatte gerade Krieg mit der Kamera und der Steuerung. Ach so. Und jetzt können wir nach oben. Okay, dann hatte ich ja im Endeffekt recht mit dem Müll. Er ist unten und oben. Da sind beide Sterne und so. Aber der kann mega schnell schwimmen, wenn man... Och, komm schon. Wenn man hier die ganze Zeit durchschüttelt. Ich weiß nicht wieso, aber ich... Hallo? Mario? Mario? Okay. Irgendwie ging er nicht hoch. Ja. Dieser Steuerungsfehler. Naja, auf jeden Fall. Würde ich dann auf jeden Fall Deutsch so als LK nehmen. Das ist so ziemlich das, wo ich so die meisten Einsen schreibe von allem. Ne? Soll ich euch über meine Noten ins Bildnis setzen? Nee, lieber nicht. Bin ich so stolz drauf. Wobei, ich das im Gegensatz zu anderen sein könnte. Tatsächlich, so. Hier wurde mir geschrieben, kann ich das hier mitmachen und dann passiert was. Okay. Ja, wurde mir geschrieben, dass es solche Dinger gibt von verrückter Haufen oder so. Ja. Die hat richtig viele Kommentare geschrieben. Ein Vorbild für jeden Kommentarschreiber. Vielleicht stößt sie noch gut zum HNTV vom Thron des meisten Kommentier-Dings. Keine Ahnung. Nee, aber sie hat mich, glaube ich, erst vor kurzem abonniert. Und scheiße, wenn ich jetzt noch abkratze. Und dafür fast unter jedem Video, ich weiß es nicht, einen Kommentar geschrieben. Also, ihr könnt euch gerne betteln, wer hier der beste Kommentarschreiber auf the world ist. Dann bekomme ich mehr Interaktionen und werde Famer und so, ja. Das ist mein Hintergedanke. Oh. Ich habe auch mal gemerkt, wenn man so Fragen stellt, ne? Aber nee, das habe ich auch schon erzählt, ne? Wenn man so Fragen an seine Zuschauer stellt, kann man hier schön... Ja, dann kriegt man die auch beantwortet, ne? Oh! Das hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, dass wir hier die blauen Dinger sammeln müssen. Ups, wir waren schon die ganze Zeit hier. Hier sieht man das leider so schlecht, ne? Irgendwie hat man hier nicht so wirklich den Überblick. Eieieiei, und ich habe wieder das Gefühl, ich habe alle Sachen, die ich so beredet habe, immer so, ne, zur Hälfte beredet. Ey, habe ich hier wirklich auf dem Weg nach oben alles verpasst? Scheint eine Tatsache zu sein. Oh, ich sehe den letzten. Bäm. Ich finde es immer geil, wie man hier in Galaxy mit den Sprüngen hantieren kann und... Hä? Der war doch da drin, oder? Hä? Ah, hier ist eine Schraube. Der hat so eine Schraube locker, der Aaron. Ja, ganz bestimmt. Naja, auf jeden Fall. Mann, ich sag wieder Das könnte das nächste Ne sein. Mann, es wird immer noch gesagt, du sagst immer noch so oft ne. Nee. Hä? Du sagst immer noch so oft, ne? Und ich weiß nicht, ich war sowas von fest davon überzeugt, dass ich mir das abgewöhnt habe. Weil, ich merk's einfach nicht. Ich merk's einfach nicht, ne? Nein, Spaß. Das habe ich jetzt extra gesagt, ja. Könnt ihr mir ruhig glauben und... Oh, Mann, ich komme hier nicht hoch. Es kommt nicht hoch, oh mein Gott. Dann nehme ich mal das und gehe hier drauf. Das wird auch geil. Mann, irgendwie fühlt sich meine Stimme so ein bisschen kratzig an, ja. Auch wenn ich mich so gar nicht krank fühle, das ist ja schon mal was Gutes, ne? Ein gesunder Aaron, das ist ja mal was ganz Neues. Ja, ich fühle mich eigentlich gesund. Nur da, wo ich jetzt bei meinem Praktikum arbeite, also ja, in Anführungsstrichen arbeite, da sind alle so ein bisschen krank. Das ist ein bisschen scheiße, da husten auch noch welche. Da kann ich natürlich die Chance nutzen und immer Gesundheit sagen, ja.
die ganze Zeit sagt man so, ja, ja, genau. So beim Praktikum, ja, sehe ich genauso. Also zumindest ich rede nicht so viel mit den, ich rede nicht so viel mit den Leuten. Ich habe halt alle Fragen so gefragt, die ich fragen muss. Und auch gefragt, was mich so interessiert. Und jetzt nur noch, ja, genau. Die ganze Zeit nur nickend daneben sitzen und gar nichts machen. Heute übrigens, ja, heute kam meine Chemielehrerin. Bam, bam. Ja, also bei uns ist es zumindest so, ich weiß nicht, ob das auf alle Schulen projizierbar ist, aber bei uns ist es auf jeden Fall so, dass uns ein Lehrer an einem Tag besucht und da so nach dem Rechten sieht. Ja, ich hatte da eigentlich eine vermeintlich relativ strenge Chemielehrerin erwischt, die ich auch absolut nicht so wirklich mag. Ohne Witz, ne? Manchen Lehrern, da denkt man sich, boah, wer hat den ins Gehirn geschissen? Ne? Vor allen Dingen, es ist irgendwie oft so, einer aus unserer Klasse, ne? Der stört sowas von permanent, ne? Die ganze Zeit, so, oh, ich sag jetzt einfach mal, boah, Leon, ey! Und also die ganze Zeit so, oh, Leon, raus, ne? Und der kriegt am Ende dann immer eine gute Note, ich verstehe es nicht. Ja. Ob da, keine Ahnung, ob da Sabotage im Spiel ist oder was, wie nennt man das, ob der die Lehrer besticht oder so, ich weiß nicht, der hat so eine scheiß Mutter. Das war übrigens der Einzige, der aus meiner Grundschule noch mal in eine weiterführende Schule gegangen ist, ja. Das war natürlich genau der, den ich nicht mag. Wobei, früher ging's eigentlich noch, aber das ist so ein dreckiger Lügner, ne? So ein typischer, ja, ich verbreite mal Gerüchte, so einer ist das. Oh, immer diese Gerüchteküche. Das ist immer ein bisschen scheiße. Bei uns. Ne? Wobei sich das noch in Grenzen hält. Aber der ist halt der Einzige, der findet Sachen einfach so. Willst du den haben? Dann muss ich ihn rennen besiegen. Ja, hast recht. Das gehe ich mal zu. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber vielleicht ist jetzt das erste Mal, dass wir das spielen. Vielleicht. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden, aber wir werden es ja sowieso sehen. Bäm. Da sollte ich aufpassen, weil hier diese Fleischrollen sind oder was auch immer. Scheiße, da kann ich nicht hin. Ich wollte voll abkürzen, hat aber nicht so ganz geklappt. Aber der ist relativ langsam, oder? Dun, 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 dun. Ah, scheiße. Rechts lang. Ah! Ich kriege den irgendwie nicht so ganz zu greifen. Aber so schwer sieht es jetzt nicht aus. Ist hier eine Abkürzung? Ja, das hat sich gelohnt, oder? So. Ja, das war eine brauchbare Abkürzung auf jeden Fall. So. So. Irgendwie ist die Musik zu langsam. Liegt das daran, dass ich so langsam bin? Na, auf jeden Fall besiegen wir den Loser, der Loser. Den besiegen wir locker. Wobei, jetzt kommt ja noch ein blöder Zickzack, aber... Bäm. Ist es hier geschafft? Ja. Ich frag mich gerade, wo ist denn das Ziel? Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. War ja auch so klar. Nachdem er 30 Meter zurückging, dachte er sich immer noch, ja, bin ich ja locker. So. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das hier ist ein komischer Part. Ich habe über viele Dinge geredet, aber gefühlt keines zu Ende gebracht. Bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ja. Es ist ja auch irgendwo egal, ne? Man fühlt sich nur so, als hätte man die Themen quasi verschwendet. Ja. So ein bisschen, ne? So ein bisschen schon. So, speichern wir eine Runde. So, Leute, das war's für den Part. Und, ihr werdet es nicht glauben, aber ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis denn. Und tschüss.